Seid gegrüßt und herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten von TestVenture und ich zeige euch, wie ihr unter iOS 16.3 euer Datum und oder Uhrzeit am iPhone ändern könnt. Los geht's! Um das Datum und die Uhrzeit ändern zu können, gehen wir in unsere Einstellungen am iPhone. Unter dem Punkt Allgemein gibt es das Untermenü Datum und Uhrzeit. Wir klicken uns rein. Im Normalfall sollte bei dir die automatische Einstellung angewählt sein. Wir deaktivieren diese Einstellung und es erscheint nun unten die manuelle Datum- und Uhrzeiteingabe. Wir klicken dazu auf das Datum und können nun den gewünschten Tag, Monat oder das Jahr eingeben. Genauso funktioniert es auch mit der Uhrzeit. Draufklicken und die Wunschuhrzeit eingeben. So einfach geht's. Wenn ich dir helfen konnte, dann lass doch gerne ein Like, Kommentar oder Abo auf unserem TestVenture-Kanal da. Danke für deine Unterstützung und wir sehen uns im nächsten Video. Deine TestVenture-Crew.